wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieses Mal wieder mit der Elva GoPro. In der Hoffnung, dass das jetzt alles funktioniert. Ich habe echt 2 Wochen gebraucht, um die Speicherkarte leer zu kriegen und das Material zu verarbeiten. Aber es sollte jetzt hoffentlich alles passen. Genauso wie der Ton. Hoffe ich, dass er auch gut ist, ihr Hübschen. So. Genau. Oh, ich bin so durcheinander, Alter. Ich bin, keine Ahnung. In 500 Metern rechts abbiegen auf die K36. Gefühlt bekomme ich nichts hin momentan. Weil mich einfach nur noch alles so stresst. Stressen tut mich das alles. Rückenschmerzen habe ich zwischen den Schulterblättern schon wieder. Auch nicht normal. Ja, wir waren gestern an unserem... Oh Mann, wo kommen denn diese Drecksautos jetzt her? Ich bin nur noch genervt, Leute. Ich sag euch das. Ich bin einfach nur noch genervt. Junge, fahr doch noch langsamer. Jesus Maria, Alter. Nur noch gestresst und genervt, Leute. Um 5 Uhr wollte ich los, jetzt haben wir es 6.41 Uhr. Fürchterlich. Naja, gestern hatten wir ja einen erfolgreichen kleinen Arbeitstag. Achso, die Schlampe muss ich auch noch anmachen. Und umleuchten sind an. Ran und an. 100 Metern rechts abbiegen auf die K36. Was mit dich, Robert? Uah. Grüß dich. Mein Kollege. So, 260 Kilometer sind wir, 220 Kilometer sind wir gestern nur gefahren. Von 8 Uhr bis 12.15 Uhr hatten wir wieder Feierabend. Meine Disponentin rief mich dann gestern an und sagte, um 17 Uhr wollen die meinen Trailer verladen und um 20 Uhr haben sie dann mal angefangen. Rechts abbiegen auf die K36. Ja, kann's haben so, ne? Ach ja. Wie geilert euch, Leute? Geilert euch Gold oder was? Also mir geilert soweit Gold. Machst du wieder einen sterbenden Schwan, ja? Das ist auch so ein Taugenix, Junge. Ich sag euch das. Der liegt den ganzen Tag nur im Bett und pennt, Alter. Und lässt mich hier schuften. Der kostet Geld, ist nur am Fressen, macht nichts, hört nicht mal so, wie er soll. Und kriegt dafür auch noch jeden Tag sein Fressen. Und zur Belohnung macht er mir dann die Karre immer noch dreckig. Super, gell? Hund muss es sein. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall alles fertig, gegurtet und machen uns jetzt auf den Weg nach Regenstauf. Regenstauf waren wir schon mal, ein paar Mal eigentlich schon. Allerdings, da waren wir noch bei GJ. Mit Neumann bin ich jetzt das erste Mal da. Aber Regenstauf ist uns ein Begriff. Schaffen werden wir es heute, glaube ich, nicht. Mit Pause sind wir 16.30 Uhr erst da. Obwohl, könnte sogar noch was werden heute, 16.30 Uhr, wenn sie bis 17 Uhr da sind. Kreisverkehr an der zweiten, ja, mal gucken, wie der Verkehr ist, Leute. Mal gucken, wie der Verkehr ist. Mal gucken, wie der Verkehr ist. Und dann sehen wir mal weiter. So, wir fahren ja jetzt sowieso die A14. Dann können wir die Lichter alle anmachen. Wir sind noch voll dämmerig draußen, wa? So, ihr Lieben, ich würde sagen, heute ist ja nicht viel. Heute fahren wir nur. Vielleicht laden wir heute noch ab, das wäre cool. Wenn nicht, dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens den Kreisverkehr Donnerstag an der wieder. Zweiten Ausfahrt ver- So, ihr Lieben, da haben wir den Matze noch getroffen. Beziehungsweise er hat uns getroffen, wir haben uns noch verabredet. Und den zeige ich euch jetzt gleich mal. Da steht er. Sein V8.
Da vorne kommt er auch gleich nochmal durch. Wie ich hier einfach auch sitze, ne? Hammermäßig. Hammermäßig. Ja, ich fühle mich nicht gut. Da, den will ich haben. So, jetzt gehen wir wieder in die Kabine. So. Jetzt gehen wir mal rein. Ich habe schon alles im Feierabend. Wir sind heute noch gefahren. Wir stehen hier Rastplatz Wald. Na. Dings. Genau. Warte. Wir stehen Waldnabtal Ost. Stehen wir gerade. Meine Disponenten riefen mal, ich habe noch eine Pinkelpause gemacht. Ich habe heute den ganzen Tag Probleme mit meinem Zahn gehabt hinten. Mit meinem Backenzahn. War mir ganz recht, dass sie gesagt hat, ich soll stehen bleiben und Feierabend machen. Und hier stehen wir jetzt, Heinrich und ich. Matze, schön, dass du da warst auf jeden Fall. Vielen Dank für die Würstchen für Heinrich. Das dritte Mal ist getroffen und das dritte Mal bringt er Würstchen für Heinrich mit. Und so seht ihr mich nicht, ne? Mal ein bisschen Licht machen hier. Und jetzt schneide ich noch euer Video ein bisschen. Jetzt haben wir 17. Ne, gar nicht. Was haben wir denn jetzt? 17.11 Uhr haben wir jetzt. Und 19.30 Uhr gehen wir auf Instagram live. Andi, Mille und meine Wenigkeit. Und dann passt das schön. Passt das schön, passt das schön. Auf jeden Fall schön, dass du da warst. Matze hat mich mega gefreut, mega geil. Ich kann es nur noch immer wieder sagen, Matze ist so ein richtig geiler Typ, ne? Ohne Scheiß, richtig geiler Typ. Gut, ihr Lieben, ich mache mir jetzt noch einen geilen Abend hier. Trink mir noch ein paar Bier. Und dann nachher live gehen und dann geht er auch rechtzeitig ins Bett heute. Morgen früh um 6 Uhr los. Um 7 Uhr soll ich beim Kunden sein. Und dann schauen wir mal weiter, ihr Lieben. Nicht wahr? So machen wir das. Bis morgen. Schöne Grüße noch. Muss ich noch mal kurz hinten dran hängen. Schöne Grüße noch an Thorsten von der Firma Götzsch. Kam mir heute entgegen auf der A24. Schöne Grüße, hat mich gefreut, Thorsten. Ich hoffe, du bist noch gut durchgekommen. Donnerstag, ihr Lieben. Fertig? Warum kommst du da an? Ich stell ihn runter. Ist besser. Ist mir lieber. Donnerstag, 12.38 Uhr. Wir haben jetzt fertig in Regenstauf. Ist ganz schön warm hier, du. 27 Grad haben wir hier. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Plößberg, glaube ich, heißt das.
das heißt Plößberg. Da sollen wir Holz laden. So, ihr Hübschen, ich war jetzt gerade mit Heinrich draußen. Wir sind heute Morgen um 8.40 Uhr rum waren wir hier. Und sind um 12.20 Uhr wieder losgefahren. Oh, schön, das hat lange gedauert. Aber ich muss sagen, hier in Regenstorf der Kunde tipptopp drauf, durcheinander, durchaus durchweg, ungeplant, großschnauzig, geil einfach. Also hat mir gefallen, das Abladen hier. Die beiden Jungs, die waren tough drauf, super geil. Das Entladen, wie gesagt, das habe ich zum Teil gefilmt. Aber dann habe ich abgebrochen, weil ich dann gesehen habe, die Speicherkarte ist voll und das ganze Abladen hat jetzt auch 3 Stunden gedauert. Und da habe ich gesagt, naja, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was gesehen. Und dann passt das, denke ich mir mal. Ne? So, die Folge, die wird sehr kurz, ihr Lieben. Weil wir haben ja jetzt schon wieder Ende. Ich habe Dienstag erst angefangen zu arbeiten. Und jetzt haben wir schon Donnerstag, ne? Gestern nur gefahren. Kurzes Treffen mit Matze gehabt. Und mehr lag gestern nicht an. Ne? Deswegen ist die Folge etwas sehr kurz geworden, ihr Lieben. Das tut mir leid. Aber sowas hat man manchmal. Wie gesagt, ich hatte ja Montag frei gehabt. Und Dienstag habe ich jetzt angefangen. Und heute Morgen habe ich auch noch verpennt. Super, gell? So, und heute liegt auch nichts mehr an. Ich filme dann für die nächste Folge das Laden gleich. Also den Ladeort. Ware soll 14 bis 17 Uhr fertig sein zum Verladen. Ich komme 13.57 Uhr dort an. Und lass mich mal überraschen. Aber wenn alles richtig gut läuft, Leute, wenn wirklich alles richtig gut läuft und ich auf den Zehner gehe, Abladetermin morgen ist morgen Vormittag. Wenn ich auf den Zehner gehe, könnte ich heute Abend noch in Kabelsdorf sein. Wir gucken mal eben. Ganztagsfahrzeit zeigt aber wieder nicht an. Ich bin aber heute Morgen so eine Stunde 30 gefahren. Jetzt fahren wir eine Stunde, sind 2,5. So, wenn es gut läuft, bin ich in 7 Stunden oben. Könnte klappen, könnte knapp werden, könnte aber funktionieren. Ich schau mal. Ansonsten fahre ich halt einfach nur bis Kosmik und dann bleibe ich wie immer in Kosmik stehen. Jetzt. Wie gesagt, tut mir leid, dass die Folge so kurz geworden ist. Aber manchmal bleibt das nicht aus. Ja, das könnte klappen. 1:19 Ganztagsfahrzeit habe ich jetzt weg. Das könnte klappen auf dem 15er. Das könnte klappen heute. Ja, schauen wir mal. Meine Laune ist ein bisschen besser als gestern. Der Livestream war gestern mega geil. Damit auch hier nochmal schöne Grüße an den kleinen Leon, den Sohn von Manu. Hat mich mega gefreut, deine lieben Worte gestern. Und ich habe deinem Papa schon geschrieben. Und dann kriegen wir das hin. Nicht wahr? So, ihr Hübschen. Ich würde sagen, mir juckt die Nase. Ach, Schatz. Genau. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt, wie immer, ihr Hübschen. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und seid gut ins Wochenende gekommen. Oder ihr hattet ein schönes Wochenende und seid gut in die neue Woche gekommen, ihr Lieben. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's hübsch, bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Und lasst euch da draußen nicht verarschen, ihr Hübschen, gell? Sauber bleiben, immer schön am Ball bleiben. Macht's hübsch, reingehauen!